herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Ich möchte dir heute sagen, lass Entmutigung nicht zu in deinem Leben. Entmutigung findet man überall. Schau nicht auf deine Umstände. Bring alle deine Sorgen und Nöte zu Jesus. In Psalm 16, Vers 5, da steht, du Herr bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Und es ist wunderbar, dass wir alles zu ihm bringen dürfen und dass er für uns da ist. Schön, dass du da bist. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich ermutigen. Was macht dein Glaube unbesiegbar? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Was macht dein Glaube unbesiegbar? Das ist eine Frage, und wo du sagst, ja, sag's mir. Ja, ich sage dir, lebe deinen Glauben. Es gibt so viele Christen, die einfach den Glauben hochhalten und auch sagen, ich glaube. Sie handeln aber ganz anders. Sie handeln nicht das, was der Glaube eigentlich das Resultat sein soll, sondern sie handeln wie jeder andere Mensch auch und nicht im Glauben. Und ich sage dir, lebe das, was du glaubst. Und du wirst sehen, dass es sich erfüllt. Und schöpfe aus dieser Quelle. Schöpfe wirklich aus der Quelle, wo der Glauben herkommt. Und die Quelle heißt Jesus. Reflektiere deinen Glauben, Gottes Willen über deinem Leben. Gott hat ein Wille über deinem Leben, dass es dir gut geht, dass du versorgt wirst. Und auf dieser Erde, wo nicht alles so rund läuft, und ich sage dir, lebe das und ruhe wirklich in dieser Agabeliebe. Agabeliebe ist das, was wir Menschen nicht schaffen, sondern das ist die Liebe Gottes, die noch liebt, wenn auch alles quer läuft, die liebt, wenn Menschen einem hassen. Er hat es bewiesen am Kreuz, und ich sage dir, lebe in dieser Liebe, genieße diese Liebe. Und dein Glaube wird unbesiegbar sein. Danke, Herr, dass du jedem auch, Herr, Klarheit schenkst. Herr, dass Glaube nicht nur ein Wissen ist, sondern auch das Leben dazu gehört. Ich danke dir dafür, dass wir das leben dürfen. Wenn wir auch manches noch nicht sehen, Herr, dass wir es leben dürfen, was wir glauben. Danke, Herr. Amen. Wir möchten für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und so bittet eine Mutter um Gebet für ihren Sohn. Liebe Isolde, lieber Daniel, ich bitte um Gebet für meinen Sohn. Er beginnt eine Therapie, um von Tablettensucht befreit zu sein. Bitte betet für ihn, dass der liebe Gott ihn davon befreit und ihm Kraft gibt, ein Leben nach Gottes Plan zu führen. Vielen herzlichen Dank. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch Herr bist über diesem Sohn. Und ich danke dir, dass du ihn ausrüstest mit Kraft, dass er dem widerstehen kann, was da an Sucht vorhanden ist. Danke, Jesus, dass diese Sucht entmachtet wurde, schon am Kreuz von Golgatha, weil du auch das mit ans Kreuz genommen hast. Jede Sucht. Und wir danken dir, dass er frei ist, dass er wirklich befreit leben kann von dieser Sucht. Und dass deine Pläne für sein Leben in Erfüllung gehen. Dass du ihm Kraft schenkst, dass du ihm Freude schenkst und Frieden in seinem Herzen. Und dass du auch die Ursachen beseitigst, wo er so in diese Sucht hineingerutscht ist. Danke, Jesus, dass auch diese Ursachen keine Wirkung mehr haben. Danke, Jesus. Und auch alle anderen Menschen, die unter einer Sucht leiden, Jesus, befreie du sie. Du hast sie ans Kreuz genommen und wir entmachten jede Sucht durch dein Blut. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns, bitte beten Sie für uns alle, für einen Ausbildungsplatz für meine Tochter, ein gutes Praktikum für meinen Sohn und für seinen Ausbildungsplatz, für mehr Freude und Frieden. Und Jesus, ich danke dir jetzt für alle jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz brauchen.
Auch du bist ihr Versorger und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen einen Platz hast. Danke, Jesus, dass du der Sorgende bist und dass du einen Plan für jeden Einzelnen hast, dieser jungen Menschen, und dass du auch einen Ausbildungsplatz für sie hast und auch für dieses Praktikum, für diesen Sohn. Jesus, ich danke dir, dass das eine wunderbare Zeit für ihn gibt und dass auch da du deine Hand drüber hast. Danke, Jesus, auch für die ganze Familie dort. Und ich danke dir für Freude und für Frieden und dass du da einfach ganz neu hineinkommst in diese Familie und auch Veränderung schenkst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und folgende Bitte um Gebet erhielten wir auf WhatsApp. Ihr Lieben, die Schmerzen sind heute wieder unerträglich im Rücken und in meinen Knien, so dass ich kaum Treppen rauf und runter gehen kann. Habe jetzt einen Termin beim Orthopäden. Er sprach schon mal von einer OP, einer Stabilisierung der Wirbelsäule. Davor graut mir. Bitte betet für mich, dass dies nicht sein muss. Ich danke euch. Danke, Herr, dass du jetzt auch diese Wirbelsäule kennst und Herr, dass wir auch, Herr, wirklich Heilung hineinrufen, Herr, in die ganzen Nerven, in die Bandscheiben und was da alles ist, Herr, dass wir Normalität hineinrufen und danke, Herr. Herr, dass du unser großer himmlischer Arzt bist und wir bitten dich um Durchströmung dieser ganzen Wirbelsäule, diesen ganzen Körpers und die Schmerzen und wo sie auch überall herkommen. Danke, Herr, dass sie verschwinden, dass Heilung da ist, Wiederherstellung da ist, in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Ein Mann bittet um Gebet wegen seiner Füße. Liebes Gebetsteam, ich danke euch für eure Gebete und Gottesdienste. An meinem linken Fuß gehen meine Zehen auseinander und es hat sich ein Hammerschlag gebildet. An meinem rechten Fuß habe ich einen dickeren Knöchel. Bitte betet für mich. Ja, danke, Herr, dass du auch diese Situation kennst und ich danke dir dafür, Herr, dass wir auch, Herr, diesen Knochen wieder den Normalzustand befehlen, einzunehmen, dass die ganzen Schmerzen weggehen und alles, was die Schmerzen verursacht, und danke, Herr, dass auch da wieder Normalität in den ganzen Zehen und was damit zusammenhängt, Herr, wieder da ist. Ich danke dir dafür. Herr, danke, dass du wunderbar uns geschaffen hast und danke, dass du unser Heiler bist. Amen. Amen. Menschen schreiben uns ihre Erlebnisse mit Gott. Und eine Frau schreibt kurz und bündig: Vielen Dank, die Blutungen haben aufgehört. Wie wunderbar und was für eine Erleichterung für diese Person. Gott erhört Gebet. Und das kann auch folgende Person bestätigen. Gott erhört Gebet. Anfang März diesen Jahres habe ich an euch ein dringendes Gebetsanliegen wegen der drohenden Insolvenz meines Vetters gerichtet. Ich wohne seit 20 Jahren in einer Eigentumswohnung, die ihm gehört. Die Insolvenz wurde Realität. Am 10. Juni bekam ich die Mitteilung, dass ich die Wohnung räumen muss. Am gleichen Tag, an dem ich die Kündigung erhielt, bekam ich eine neue, kleine Wohnung auf demselben Flur, mit demselben Umfeld, Nachbarn und Einkaufsmöglichkeiten. Die Wohnung wird sogar noch vom Vermieter renoviert. Ich muss kein Umzugsunternehmen beauftragen und ich habe Zeit bis 31. Oktober. Was für eine wunderbare Versorgung und Eingreifen Gottes. Ein Gnadengeschenk. Danke euch für eure Gebetsverstärkung. Wie schön ist das doch, wenn Gott Pläne hat und wenn Gott einfach ja einen Weg hat. Noch ein wunderbares Eingreifen von Gott. Wegen langer Hustenbeschwerden wurde bei mir eine Lungenfunktionsprüfung vorgenommen. Als junge Frau hatte ich eine schwere Lungenentzündung und war ein Vierteljahr in einer Fachklinik. Die Prüfung ergab ein Ergebnis von 60%. Vor einem weiteren Facharzttermin bat ich bei euch um Gebetsunterstützung. Das Ergebnis beim Facharzt war, dass die Lungenfunktionsprüfung einen Wert von 99,9% ergab.
Bei der Röntgenaufnahme wurden keine Störungen erkennbar. Vielen Dank für die Gebete. Und wir freuen uns mit diesen Personen. Ja, hast auch du eine Gebetserhörung? Wie schön, wenn man umziehen muss und das so endet und sogar noch besser wird oder die 60% in die 99,9% verwandelt wird. Hast auch du irgendwie was mit Gott erlebt? Lass es uns wissen auf unserer WhatsApp-Nummer. Ja, der Tipp des Tages heute ist wirklich, überleg dir mal, ob du wirklich das lebst, was du glaubst. Also nicht einfach Christ sein und in den Gottesdienst gehst, sondern wirklich das, was du glaubst, dass du auch lebst, dass es in Erfüllung geht. Weil wenn wir glauben, durch unser Praktizieren des Glaubens, wird der Glaube Realität und wir werden dann Wunder sehen und wie Gott eingreift. Schick uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich oder am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, wir sind auch jeden Sonntag für euch da, ab 10 Uhr Livestream in YouTube oder auf unserer Webseite. Und morgen sind wir in Hannover. Wer noch kommen möchte, es hat noch ein paar Tickets frei. Du brauchst ein Ticket und schau auf unserer Webseite, da kann man kostenlos ein Ticket buchen. Und wir werden dort um 14 Uhr sein und gemeinsam einen Gottesdienst haben. Die Zeit ist schon wieder um und wir verabschieden uns. Bis bald. Alles Gute und der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.